Macht ihr das absichtlich hier, oder wie? Stellt ihr den Wind aus, weil es Nacht wird? Okay, du... deaktiviere dich jetzt schon mal. Du... dich auch, du... dich auch. Ah. Ja, ist niedrig, ich weiß. Ist? Nein, aus. Lalala. Also das Riesen-Solarpanel sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass tagsüber die Puffer alle komplett voll sind. Dann baue ich noch einen Energiespeicher hier hin. Und dann haut das hoffentlich jetzt noch für eine Weile hin. Ja, ich weiß, sie haben alle keine Energie. Aber der Wind ist wieder da. Es sollte eigentlich ein bisschen was reinkommen. Oder es wird wahrscheinlich nur in Richtung Sauerstoffgenerator gehen, richtig. Komm, go, go. Nicht mehr lange, dann ist Tag. Und ihr könnt auch ruhig im Dunkeln bei den Pilzen weiterarbeiten und so. Das ist kein Problem. Bestimmt Taschenlampen. Oh ne, wollen nicht. Pah, 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 sage ich. So, Licht kommt. Strom kommt. Dich aktivieren. Oh, da kommt. Minus, 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 minus. War auch nur ein Handelsschiff. Sah so anders aus. Aber gut. Du hast. Also wir haben nichts zum Tauschen. Und du hast auch nichts wirklich Interessantes, Tolles, Besonderes. Ja, ne, gut. Entlassen. Plus, plus. Oh, hier ist ein Roboter am Kaputtgehen. Kann ein Roboter einen Roboter reparieren? Nein. Ich kann nur Sachen hin und her tragen und winken. Komm, irgendjemand repariert den Transportbot. Boah, bist du groß. Wusch. Oh, da kommt einer. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also ja, Energiedingens hier wird tierisch schnell hochgedröselt. Ich reiß dementsprechend mal das angeschlagene Ding hier ab. Ja. Und baue dafür hier ein Energiekollektor im Warum kann ich jetzt gar nichts hier bauen? Hm. Ich hätte gerne einen etwas größeren Energiekollektor. Ja, hier. Wie viel Metall habe ich? 3. Schaue ich gleich. Du... ruhig aktivieren, auch wenn es gerade Nacht ist. Ich will nicht, dass irgendein Verwundeter nicht sich heilen kann. Ist okay, ist okay, ist okay. Du bist aber ein Kolonieschiff. Ja, wir haben einen Biologen oder einen Ingenieur. Richtig, richtig. Ich lasse die Einstellung trotzdem mal so, wie sie ist, weil wir können sowohl Ingenieure als auch Biologen nochmal gebrauchen. Weil die haben ja inzwischen mehrere Einsetzungsgebiete. Also einmal hier in dem Biodom, einmal hier im Labor. Und die Ingenieure halt beim Aufbauen von allen Sachen, beim Instandhalten von allen Sachen, beim Reparieren von Robotern und hier beim Ersatzteil herstellen. Was übrigens langsam mal ein bisschen schneller gehen sollte. Ich baue mal hier noch einen von denen. So. Go, go, Jungs. Das heißt, ich werde jetzt auch erstmal nicht das Metall benutzen, um noch einen größeren Energiespeicher irgendwo hinzubauen, sondern erstmal hier im Lager lassen, damit es genommen werden kann für die Ersatzteile. Die übrigens immer noch hervorgehoben sind, also müssten die Ingenieure da gleich so hinterbauen. Das hier verwundert mich ein bisschen, dass wir mit dem Essen jetzt nicht so hinterherkommen. Also ja, wir haben 2 neue Leute, aber die sind auch gerade eben erst angekommen. Vorhin hatten wir durchgehend voll Essen und ein riesiges Lager voll mit, ne, Zeug. Ja, na gut. Plussen wir ein bisschen und warten. Ja, guckt euch den Bildschirm an mit den Nachrichten über uns. Nee, das ist ein blauer Planet, das muss ein anderer sein.
bin ich eh gespannt, wie das denn später abläuft. Weil wir sind jetzt auf dem ersten von 4 auswählbaren Planeten. Und da war unten so eine Reihe von Blöcken. Ich denke mal, das sind verschiedene Missionen, die man macht. Also wenn wir das jetzt lang genug durchhalten, dann schalten wir die nächste Welt frei. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja auch so eine Art Raketenabwehrsystem wie bei Factorio, das man bauen muss. Und erst wenn das Gebäude gebaut ist, kommt man zum nächsten. Nur wird es kein Raketenabwehrsystem sein, bin ich mir relativ sicher. Das wäre doch ein wenig komisch. So, Ersatzteile sind wieder da. Oh, was haben wir da? Das ist ein größerer Schwung. Wir haben noch 2 Biologen, noch einen Ingenieur. Ich denke, jetzt sollte ich die Einstellung ändern. Und zwar Biologen runter. Ja, runter, runter. Sanitäter lasse ich mal auf 20%. Und sonst alles auf Arbeiter. Und noch weiter runter. So. Gut. So, Jungs und Mädels, jetzt müsst ihr ja mal rein, wenn ihr was Essen angeht. Sonst baue ich gleich noch mehr. Und dann habe ich wieder ein Wasserproblem, da bin ich mir relativ sicher. Kein Metall. Ja, das wird jetzt alles gerade zu Ersatzteilen verarbeitet. Das heißt, eigentlich müsste ich dich jetzt wieder ab... Ich kann dich deaktivieren, ne? Ja, deaktiviere dich mal. Einer sollte hier reichen. So. Ich habe nur Plastik, mit dem ich rumspielen könnte. Was könnte ich mit Plastik machen? Noch ein Essenspuffer? Nö. Die 3, die wir haben, sind noch nicht mal voll. Unsere Essensvorräte sind niedrig. Ach nee. Wer hätte das gedacht? Da kommt ein bisschen was. Ja, ich baue nochmal Tomaten und Weizen, denke ich. Ah, obwohl jetzt kommt gerade ein schöner Schwung. Das ist trotzdem nicht so, wie ich dachte. Nee, komm, Baum. Tomaten. Weizen. Ist jetzt 2-mal mehr Wasserverbrauch. Scheint aber hier noch okay zu sein. Wir haben nur 2 kleine Wasserdinger, ne? Ja. Ein Sanitäter? Ne, ein Arbeiter. Ja, okay. Plus, plus. Der Arbeiter geht gleich in die Mine. Na gut. Der ist nicht mal in seine Kajüte gegangen, hat sich nicht mal was zu essen geholt. Nö, er ist gleich vom Landeplatz zur Mine. Er ist mir sehr sympathisch. So. Was machst du in der Krankenstation, Roboter? Da hast du nichts zu suchen. Die Dinger sind schon gebaut. Was sagt Wasser? Wasser sagt, ist okay. Pilze warm fürs Fleisch mit dabei. Heilpflanzen. Sauerstoffverbrauch übersteigt Produktion. Das ist nicht gut. Wir brauchen also neuen Sauerstoff, was auch immer. Bau dich einfach mal. Kann ich dich größer machen? Könnte ich, aber dann passt du wieder nicht. Okay, bau dich einfach dahin und verbinde dich damit. So. Das ist echt ein Problem, den Abständen. Und noch ein Arbeiter, richtig? Genau. Minus, 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 minus. Sauerstoff ist jetzt nur ein Problem, weil wir jetzt so viele neue Leute haben, richtig? Sobald also das Ding steht, sollten wir keine Probleme mehr haben. Das heißt, ich kann trotzdem weiter rekrutieren. Sollte ich aber wahrscheinlich nicht. Machen wir hier, machen wir die Kolonisten weg. 8 Arbeiter, 6 Biologen für mehr Essen, 4 Ingenieure, 1 Sanitäter, 1 Wache. Ist völlig okay. Die Wache ist wie gesagt noch sinnlos, aber sonst ist alles okay. Plus, 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 plus. Ist ganz schön zickzack laufen hier, der Junge. Obwohl, nee, kommt hier da raus, das geht. Es fehlt Plastik. Haben wir irgendwas zum Handeln? Theoretisch Ersatzteile, aber er hat nichts Tolles.
Nö, tut mir leid, Junge. Ich werde garantiert kein Erz ankaufen, wenn ich Metall für genauso viel ankaufen kann. Nee, tut mir leid. Tschüss. Sandsturm steht kurz bevor. Ich habe immer noch keine Kommandozentrale. Das heißt, ich kann die Leute jetzt nicht warnen, dass sie drinnen bleiben müssen. Aber bisher ist da, glaube ich, noch keiner von gestorben. Die wurden bisher nur verletzt. Auf jeden Fall auch noch Glück gehabt. Müssen wir mal schauen. Plussen wir durch. Da ich ja keinen Einfluss drauf haben kann. Und schauen einfach, was passiert. Hoffentlich stirbt der Arzt nicht. Aber der Arzt sollte eigentlich nicht draußen sein. So, das sieht schon mal sehr gut aus mit den Mahlzeiten. Essen kommt auch langsam. Das Ding wird gerade im Sandsturm nicht gebaut, oder? Ach, ist schon vorbei. Irgendwo Verletzungen zu sehen? Nö. Jo, sehr gut. Glück gehabt. Ich glaube, ich könnte dich jetzt auch mal deaktivieren, solange wir Ersatzteile haben, richtig? Ja, mach mal. Dann verbrauchen wir das Eisen nicht, was wir für andere Sachen nutzen können. Die Ingenieure haben jetzt nicht so viel zu tun, außer Sachen instand halten. Wusch. So, Wasserverbrauch ist dementsprechend aber auch höher. Ja. Also noch ist es okay, aber ich denke, wir sollten ein Wasser... Oh, stimmt, ein Wasserspeicher wollte ich endlich mal bauen. Hatte ich schon ein, zwei Mal vorgehabt, aber dann kam immer irgendwas dazwischen. Komm, hier war irgendwo das. Oh. Wo? Da. Geht's auch um groß? Nein. Okay, also bitte einen Wasserspeicher dahin. Sogar ein optischer Wasserspeicher, was ich sehr cool finde. Also genau wie bei denen, dass man ohne raufzuklicken ablesen kann, wie viel noch drin ist. So, und verbinden damit so. Was haben wir noch? Ersatzteile gehen langsam runter. Das ist okay. Sobald das so auf 2 fällt, schmeiße ich einen an. Eigentlich sollte ich schon früher anschmeißen. Eigentlich sollten wir immer genauso viel haben, wie wir hatten, als wir das Spiel angefangen hatten. Also 10. Immer 10 Arzneimittel, 10 Ersatzteile und erst dann soll ich die Sache ausschalten. Fühle ich mich ein wenig wohler. Und wenn ich das gerade richtig sehe, dann haben wir auch eine Phase, wo ich die Kolonie jetzt so schleifen lassen kann. Ich brauche jetzt nicht noch mehr Leute anheuern. Ich brauche es nicht großartig Handel treiben. Es muss eigentlich nur Zeit vergehen. Und ich muss ein wenig optimieren daran, dass wir genug Strom haben, genug Wasser haben und so weiter. Und der Tank füllt sich ziemlich schnell. Wassernetz verbraucht 5 und produziert 9,9. Das heißt, falls mal kurzfristig mehr verbraucht wird, gleicht der Tank das dann aus. Ja, sehr gut. Energiespeicher. Ja... Das war das nächste Ziel. Bau Energiespeicher groß. Dahin. Dann kann ich die kleinen... Oder den kleinen abreißen und da hinten irgendwas anderes. Was? Irgendwas anderes hin tun. Handelsschiff ist gelandet. Patent für Massenspeicher. Das wird ein großes Lager sein. Das wäre wirklich schön. Aber ich habe nicht so viel zum Handeln gerade. Halbleiter müsste ich auch anfangen für die Roboterproduktion. Ich glaube, ich verkaufe mal die Arzneimittel, weil davon können wir welche herstellen. Also wir können regelmäßig welche herstellen und die sind gut was wert. Und dafür hätte ich gerne einen Transportbot mehr. Ah, das ist ein bisschen viel. Mal so, mach mal so. Ein bisschen Gemüse, damit ich nachher wieder meckern kann, dass ich kein Essen habe. So. Ganz schön viel Kommission hast du. Wo sei es drum. Handeln. Wie viele Roboter haben wir jetzt? 2. Achso, der eine muss rausgeholt werden. Wir haben insgesamt nur 3 Roboter. Zeig mal her. Da, da. 2 Bots, 1 Transportbot, 2 Baubots. Also später 2 Transportbots, 1 Baubot. Kann es sein, dass mir da einer verloren gegangen ist in den letzten 2 Folgen? Ohne dass ich mal wieder mitbekommen habe.
Das wäre schade. So, du. 12.500er Speicher. Ach, so größer? So viel größer ist das gar nicht. Na gut. Das Essensding, brauchte das Plastik zum Aufstellen? Ja, bauen wir noch einen Essensfertiger. Und bauen wir noch einen Essensfertiger. Hatte ich ja am Anfang auch so geplant. Aber dann waren die Ressourcen nicht genug da. Ja, guti. Für mich sieht es soweit schön aus. Also, es sieht chaotisch aus. Aber mit den Ressourcen sieht es gut aus. Wir haben jetzt wesentlich mehr Kolonisten. Und trotzdem scheint es noch einigermaßen balanciert zu laufen. Die nächsten Ziele für mich sind, nach und nach die kleinen Gebäude rauskicken und dafür größere Varianten irgendwo in der Nähe aufstellen. Also gerade hier bei den externen Gebäuden ist es relativ einfach. Weil ich nicht so auf die Verbindung achten muss. Da muss ich nur darauf achten, dass sie nicht allzu weit weg sind von einer Luftschleuse, damit sie einigermaßen gewartet werden können. Ja, und dann wäre der nächste Schritt wahrscheinlich, eine Kommandozentrale zu bauen und ein größerer Landeplatz. Und das machen wir in einer komplett neuen Ecke, damit ich das richtig schön strukturiert machen kann. Also ein großes Lager, dann eine Kommandozentrale mit Wachen drin und dann der Landeplatz. Dann Luftschleuse, dann Landeplatz. Ja, guti. Also jetzt einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bye, bye.